dieses Center-Mädchen. Die muss sich jetzt schon eine ganze Weile an diesen. Ja, die muss schon eine ganze Weile jetzt einen Dorn im Auge davon haben. Zahl's mir zurück, gib es her. Du hast mir es versprochen, dass du es mir zurückzahlen würdest. Mein Investment um ein hundertes Mal oder ein tausendfaches wieder zurückzahlen würdest. Sorry, es ist einfach alles weggeblasen. Ich hab einfach nichts. Und nochmal, es sah so aus, als wenn ein. Ja, als wenn irgendwo eine. Ein, wie sagt man das? Als wenn ein Faden ins Center gerissen wäre. Aber ehrlich, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Center wurde richtig, kann man sagen, verstimmt wegen dem Ganzen. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Center, ein Tag ist schon jetzt vorbei, ne? In einem Moment wird der Heiligabend schon vorbei sein. Ja, okay. Und er ist weg. Und einfach so war der erste Weihnachtstag hier. Ich habe mein Fenster ein ganz kleines bisschen aufgemacht und sah, dass es draußen geschneit hat. Wow, endlich schneit es. Es hat sogar ziemlich hart geschneit. Wenn ich morgen früh meine Augen aufmache, wird die ganze Welt in weiß gedeckt sein, richtig? Santa, werden wir einfach hier die ganze Nacht bleiben? Nee. Kinder brauchen eine frühe Bettzeit. Naja, ich bin aber erwachsen jetzt. 아니야. 내가 교복을 입고 있지만 마음만은 산타인 것처럼 너도 겉으론 어른이지만 마음만은 어린이야. Okay, und das ist, wo du falsch liegst. Genau so, wie Santa sich verkleidet hat in seiner Uniform, bist du einfach nur ein kleines Kind, das sich wie ein Erwachsener verkleidet hat. Verkleidet? 외형은 중요하지 않아. 중요한 건 마음. 마음만은 언제나 산타야. 잘 자. Okay, also Äußerlichkeiten sind nicht wichtig. Das, was wichtig ist, das, was zählt, sind die inneren Werte. Und ich werde immer Santa in meinem Inneren bleiben. Schlaf gut. Santa hat sich hingelegt und hat sich die Decken über ihre Hüfte gezogen. Ich habe das Gleiche getan. Irgendwie haben wir es hingekriegt, die gleichen Decken zu benutzen. Süße Träume, Santa. Honey Dream, Sonjan. Mögen deine Träume so süß wie Honig sein, kleiner Junge. Das ist so creepy. Die sagt die ganze Zeit, sie ist Santa, quasi der alte Mann, die sich als Mädchen verkleidet hat. Und die chillt jetzt bei dem im Bett. Uff. Creepy shit. Der 25. Dezember. Es war Weihnachten. Die ganze Welt war weiß und rein. Die mörderische Sonne hing zwar im Himmel und hat die ganze Zeit versucht, diesen Fakt zu verändern. Sie versuchte, den Schnee zu töten. Eine Schneeflocke halt. Ja, Schneeflocke. Um Schneeflocke, sagen wir so. Entschuldigung. Ich hab irgendwie was eingeatmet. Santa? Wä? Ja. Wird mal die Sonne los. Also wenn es einer von deinen fantastischen Tagen ist, dann kannst du doch das irgendwie schaffen, oder? Tutakeba. Frag sie doch selber. Hey, Mr. Sonne, genauso. Ah, okay. Sie ignoriert mich. Ja, das ist halt die Realität, ne?
Okay, Santa hat angefangen, also den Schnee in einen Ball zu rollen. Santa, was machst du da? Ich mache einen Schneemann. Aha. Ich fing an, meinen eigenen kleinen Schneeball zu machen. Ja. Weiter rollen, rollen, rollen. Roll ihn. Roll ihn. Roll. Mein kleiner Schneeball war fertig. Santa hat einen größeren Schneeball gemacht für den Körper vom Schneemann. Ich habe meinen kleineren Schneeball halt auf den größeren draufgepackt. Oh, guck mal. Voll cute. Mit ein paar, mit ein paar finalen, wie sagt man das, Handgriffen war der Schneemann fertig. Sorry, meine Stimme ist jetzt irgendwie im Arsch. Und wie sieht's aus? Wenn wir ihn einfach hier lassen, dann wird die Sonne ihn umbringen. Ihn auch umbringen. Ja, du hast recht. Ja, der hat einen Tag, um sein Leben zu leben. Nur einen Tag. Einen Tag, um wie ein kleines Licht der Hoffnung zu scheinen. Und morgen wird er einfach in eine Pfütze geschmolzen sein. Er wird sehr hell scheinen, während er hier ist, aber er wird sofort vergessen sein, sobald er geschmolzen ist. Es wird sein, als würde er niemals, als wenn er überhaupt existiert hätte. Ehrlich, was soll ich jetzt machen? Santa stahl einen Blick auf mich. Es waren nur noch 14 Stunden, bis Weihnachten vorbei war. Es gab nur noch 14 Tage von ihrem fantastischen Tag. 14 Stunden von ihrem fantastischen Tag. Ihre Hoffnung hat... Oh Gott. Ich muss kurz eine Aufnahmepause machen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe irgendwas eingeatmet. Eine Sekunde bitte. Bis gleich. Oh. So, da bin ich wieder. Sorry, jetzt habe ich irgendwie reingedrückt. Also es gab nur noch 14 Tage, bis ihre Hoffnung irgendwie weg war. Keine Ahnung, das ist das, was sie noch im Kopf hatte. Und wenn heute vorbei ist, könnte sie genauso wegschmelzen. Wir müssen uns jetzt irgendwas ausdenken, um... um sie bei uns zu behalten, bevor das passiert. Wie wäre das denn, wenn wir unseren kleinen Ball der Hoffnung in den Gefrierschrank packen? 그러면 안 커. 딱딱해지고 굳어지기만 해. Okay, dann würde dieser kleine Mann hier niemals die Möglichkeit haben zu wachsen. Er würde einfach nur hart werden und einfrieren, genauso wie er jetzt ist. Was ist denn deine Idee? Santa sah ziemlich depressiv aus oder deprimiert aus. Das ist wirklich nichts, was man machen kann. Santa hat mich schon wieder angeschaut. Okay. Ich kann diese Hoffnung nicht weggeben. Ich kann sie nicht verkaufen. Ich kann sie nicht ausleihen. Santa zu sein ist echt hart. Es gibt keinen Hoffnungsschimmer für mich. Ja. Ich bin der letzte Santa. Ich habe dir gesagt, dass Santa aussterben wird. Ich bin der letzte Santa, der existiert.
Wir hatten den Rest von ihnen getötet. Dojana, i chemuja! Ihr habt es getan, ihr dreckigen, Schuldi. Wie sagt man das? Ihr wisst schon, was ich meine. Die denen was schulden. So, ihr dreckigen. Der Kreditgeber hat wieder aus diesem Selbstverschulden herausgebürstet. Keine Ahnung. Oh nein. Sie hat mir mit einem legitimen Uppercut mein Kinn demoliert. Autsch. Das hat wirklich weh getan. Das ist nichts mit dem, was du mir schuldest. Nichts verglichen mit dem, was du mir schuldest. Ich habe die letzte Stunde oder so mal nachgedacht. Ich habe keinen einzigen Gedanken gehabt die letzte Stunde. Ich habe einfach nur diesen kleinen Ball gerollt. Hast du jetzt irgendeine gute Idee? Also ich habe eine Idee, aber ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt irgendwie gut ist. Was ist denn deine Idee? Wie wäre das, wenn wir einen Streik machen, vor dem, was District Office? Vor dem Bezirksamt? Und wie wäre das, wenn wir das nicht tun? Warum? All diese Hoffnung und Träume wegzugeben, ist auch eine Form von körperlicher Arbeit. Das versteht aber keiner. Der Nachmittag wich dem Abend. Wir sind wieder zurück in meinen Raum gegangen. Santa, es ist schon Abend. Warum muss es halt diese Uniform sein, die dich rettet? Kannst du nicht einfach irgendwas anderes cosplayen? Wenn ich das trage, werde ich auf jeden Fall für immer ein Teenager bleiben. Ein Teenager. Okay, ich werde für immer Santa im Inneren bleiben, aber ich werde für immer wie ein Teenager aussehen, nur wegen dieser Uniform. Aha. Und warum ziehst du nicht einfach auch eine Uniform an? Was? Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich meine alte Uniform anhatte. Die ganze Situation, wie seltsam. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich zurück in der Highschool. Sieht irgendwie gut an dir aus, richtig gut. Santa hat ziemlich zufrieden mit sich selbst ausgesehen. Santa geht langsam der Dampf aus. Das ist der Grund, weswegen ich jetzt nicht so viel helfen kann. Hä? 그래도 만들어주었으니까 내년까지 천배로 불려. Also immer noch. Ich erwarte ich eine Rückzahlung mit 1000% wahrscheinlich Zinsen soll das heißen. Interest. Zinsen, ne? Mit 1000% Zinsen das nächste Jahr. Eine Rückzahlung von was? 꿈과 희망. Deine Hoffnung und Träume natürlich. Und wann hast du mir eigentlich Hoffnung und Träume gegeben? 교복. Die sind in der Uniform, die du trägst. Hä? Es waren Hoffnung und Träume in dieser alten Highschool-Uniform? Ich denke, sie waren in dieser in dir die ganze Zeit. Sie mussten nur mit irgendwas rausgelockt werden. Ich habe mir halt überlegt, ich brauchte echt Zeit, um herauszufinden, was das ist, was sie herausbringen würde. Fühlt sich so an, als wenn sie alle wegschmelzen und sterben werden morgen.
Okay. Santa? Oh? Ja? Mir echt leid. Bianamin zum Kampai Chemuzaya! Wenn es dir leid tut, dann zahl halt zurück, du dreckiger kleiner Schuldenbolzen, keine Ahnung. Da ist schon wieder der Kreditgeber rausge. Oh nein, jetzt kriegt er schon wieder eine Klatsche, oder? Ach nee, warum hat sie mich dieses Mal nicht geschlagen? Sie hat einfach nur auf mich gestarrt mit diesem leeren Blick in ihrem Gesicht. Wir sind. Uns ist die Zeit ausgegangen. Für was? Wir haben nur noch eine Stunde übrig. Sie hatte recht. Es gibt nur noch eine Stunde, bis Weihnachten endet. Denkst du, ich kann irgendwie meine Hoffnungen und Träume in einer Stunde jetzt irgendwie das Problem lösen mit den Hoffnungen und Träumen? Nee. Santa, ich hab etwas, was ich dich fragen muss. Einen Gefallen, um den ich dich bitten muss. Was ist es, Mr. Schuldner? Oder wie nennt man das? Doch, Schuldner, ne? Komm halt nächstes Jahr bitte wieder. Oh, willst du, dass ich nächstes Jahr wiederkomme? Ja, nächstes Jahr. 그걸로 괜찮겠어? Denkst du, du würdest damit, du es halt schaffen, bis nächstes Jahr alles zurückzuzahlen? Ehrlich, ich bin mir nicht wirklich sicher. Also, ich versuche wirklich mein Bestes, um meine ganzen Wünsche und Träume heraufzubeschwören, aber ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst davor, dass die Sonne zu hart sein wird morgen und dann alles wegschmelzen wird. Aber wenn das passiert, dann werde ich einfach nur ganz, ganz geduldig auf die nächsten fantastischen Tage warten. Vielleicht kann ich mir dann nochmal was ausleihen. Chemuzaya, 지금 네가 진 빚이 얼마인지 알아? Du dreckiger kleiner Schuldenbolzen. Weißt du eigentlich, wie viel du mir jetzt schon schuldest? Wie viel denn? 7살 때 빌려줘서 이자가 13년 동안이나 쌓여 있어. Ich hab dir einen Kredit gegeben, als du 7 Jahre alt warst. Und so ist das, hat sich das jetzt alles aufgesummiert. Immer mehr und mehr. Und das ist jetzt 13 Jahre schon so. Also, wenn ich dir das jetzt zurückzahlen müsste, ne? Wie viel wäre das denn eigentlich? 13명에게 꿈과 희망을 줘야 돼. Du müsstest mir Hoffnung und Träume für 13 Leute geben, um das alles zurückzuzahlen. Hast du irgendwie so ein Schneeballsystem oder so? Santa도 먹고 살아야지. Santa muss auch irgendwie Essen auf ihren Tisch bringen. Was ein hinterlistiger Santa. Ganz ehrlich, mich zu fragen, dass ich halt meine Schulden halt 13-fach zurückzahle. 좋아. 내년에 올게. 그때까지 13명에게 꿈과 희망을 주지 않으면 이자를 쳐서 10배로 늘려버릴 거야. Okay, gut dann. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr zurück sein und wenn du nicht deine, wenn du dann nicht Hoffnung und Träume an 13 Leute zurückgegeben hast bis dahin, dann werde ich auf jeden Fall ein 100-faches, 130-faches? Ich weiß es nicht. 130-faches an Zinsen zurückverlangen. Ja, 130 Leute. 그 다음 해에도 또 와서 할당량을 못 채웠으면 1300명으로 늘려버릴 거야. Okay, und nächstes Jahr dann darauf, wenn du das nicht, wenn du dem nicht gewachsen bist, dann werde ich das halt auf 1300 Leute erhöhen. Wow, die Korruption in deinem Unternehmen. Okay, der korrupte Unternehmer hat gelacht und gelächelt. Himne. Viel Glück. Ja. 남극과 북극은 녹지 않아. Der Nordpol und der Südpol werden niemals vollständig schmelzen. Hä? 처음엔 녹아도 녹지 않을 정도로 많아지고 단단해지면 돼. Wenn du dich so fühlst, als wenn dein Wille oder dein
deine Motivation anfängt zu schmelzen, dann, dann nimm einfach so viel zusammen, wie du kannst und mach dich selbst stärker. Und soll ich das alles in meinen Kühlschrank dann tun? 그럼 단단해지기만 하고 많아지지가 않잖아. Das wird es vielleicht stärker machen, aber es wird irgendwann zu hart sein, um noch mehr Willen und sowas dazu zu tun, oder damit es noch stärker wird. Okay. 힘내. Viel Glück. Yep. 태양이 또 죽여버리면 내년에 Fantastic Day에 또 빌려줄게. Wenn es alles weggeschmolzen ist bis nächstes Jahr, vielleicht kann ich ja nett sein und dir noch ein bisschen mehr ausleihen an einem fantastischen, an einem der nächsten fantastischen Tage. Und dann meine Schulden 10-fach erhöhen. 그렇지. Ganz genau. Wow. Und da schon wieder dieses Schneeballsystem, ha? 그래. 수학명 좀 만들어봐. Ja, warte erst ab, Alter, bis deine Schulden bis 100 Millionenfach in die Höhe gestiegen sind. Alter, was geht hier ab? Du bist ziemlich unfair, das ist unmöglich. 괜찮아. 다단계라면 가능해. Das ist okay, eine Pyramide kann sehr weit nach unten reichen. Wird immer stärker. Mein kurzes Weihnachten, neigte sich dem Ende zu. Willst du wirklich nächstes Jahr zurück sein? Mhm. Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, was dann passieren wird. 나도 몰라. Das weiß ich auch nicht. Hm. Trotzdem. 그래도? Trotzdem was? Ich werde bereit sein und warten. 약속. Ist das ein Versprechen? Also ich will jetzt kein Versprechen machen. Ich habe wirklich zu viel Angst, dass ich das brechen werde. Zemuza Tawiga. Du dreckiger kleiner Schuldner. Mit einem Ticken der Uhr war Weihnachten weg. Du gehst nicht? 마지막으로 한마디. Ich muss noch eine Sache sagen. Was denn? 고마워. Dankeschön. Hä, warum? 마지막이었어. Weil du der Letzte warst. Der Letzte was? 마지막 고객이었어. 네가. Mein letzter Kunde. Du warst mein letzter. Ah. 다행이야. 일자리를 잃지 않아서. Okay, das ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Ich habe meinen Job nicht verloren. Santa so lächeln zu sehen hat mich irgendwie ein bisschen berührt. 나 내년까지 130개의 꿈과 희망을 만들 테니까. Für mich, ich muss auf jeden Fall 130 Hoffnungen und Träume bis nächstes Jahr schaffen. Ja. 시작은 가볍게 13개. 내년엔 130개를 들고 올게. 그때는 다른 사람도 같이 있어야 될지도 모르겠어. Ich werde halt leicht anfangen oder klein anfangen mit einfach nur 13. Aber ich werde dann das Jahr darauf zurück sein mit 130. Und vielleicht brauche ich dann ein bisschen Hilfe, um sie alle dann zu tragen zu können. Ja. 그 다음 해엔 1300개. 그 다음 해엔 13000개. 그 다음 해엔 130000개. Okay, und das Jahr darauf dann 1300 und dann 13.000 und dann 130.000. Wow. 그렇게 되면 공장도 다시 돌릴 수 있어. Also wenn ich das schaffe, vielleicht kann ich ja dann die Fabrik wieder aufbauen. Santa? Oh? Ja? Was ist dein Traum? 사람들에게 꿈과 희망을 주는 거야. Ich möchte einfach nur Hoffnung und Träume anderen geben. Natürlich. 그렇지. Natürlich. Viel Glück. 너도? Ja, danke dir auch.
Weihnachten war vorbei. Es war der 26. Dezember. Die fantastischen Tage haben sich dem Ende zugeneigt. Aber ich habe trotzdem immer noch so viel Fantastisches in meinem Herz brennen fühlen. Als ich dann aus der Tür rausgetreten bin, hatte ich keine Ahnung, dass die Sonne so... hatte ich keine Ahnung, ob die Sonne diese fantastischen Gefühle wegbrennen würde. Aber trotzdem, ich musste diese Tür öffnen. Wenn ich einfach nur all diese Gefühle einfrieren könnte hier, wenn sie einfach nur bleiben würden, aber sie würden niemals wachsen. Sie müssten einfach für ein weiteres Jahr ausreichen. Ich muss einfach ein Jahr überleben oder durchhalten und dann diese Gefühle anderen weitergeben, in Form von Hoffnung und Träumen. Ich habe mich richtig auf nächstes Weihnachten gefreut. Bis bald, Santa. Ich werde warten. Santa는 채무자를 괴롭힐 수밖에 없어! Oh, das war's? Uff, okay. Also, ja, was sagt man dazu? Also, irgendwie eine süße Geschichte einerseits, andererseits total creepy und manchmal so ein bisschen seltsam, ja? Also, für mich haben jetzt manchmal so die Sachen nicht so richtig Sinn ergeben, aber vielleicht liegt es an der Übersetzung oder also an meiner eigenen vielleicht auch. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe so gut, sage ich mal, locker übersetzt, wie ich konnte. Ich versuche nämlich immer, das wird mir ja gesagt in den Kommentaren, dass ich zu wörtlich übersetze. Und deswegen habe ich versucht, einfach sinngemäß eher zu übersetzen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, trotzdem kenne ich ja nicht alle Wörter, aber so die meisten. Ja, aber ich habe halt gemerkt, irgendwie macht das alles manchmal nicht so richtig Sinn. Und ich finde das auch ein bisschen krass mit diesem Schneeballsystem, was Santa Claus angeblich hat. Und dann, dass hier das so... Also, ich meine, es war ja Gott sei Dank nicht so gemacht, dass sie irgendwie miteinander flirten oder so. Also ich habe wirklich manchmal Angst gehabt, wenn... Wo jetzt hier so gesagt wurde, ja, hat so rübergeblinzelt oder sowas. Und ich dachte nur so, uff. Bitte jetzt nicht. Santa hat gerade gesagt, es ist eigentlich der ursprüngliche Santa, ein alter Mann und in einem Körper von einem Mädchen, einfach nur Cosplay und das wäre echt eklig gewesen. Aber Gott sei Dank ist das alles nicht passiert. Ich bin echt froh darum. So an sich war es niedlich. Ich fand die Szene mit dem Schneemann toll und die Musik ist schön, aber sehr aufdringlich. Ihr merkt es ja. Ne? Also... Ich fand schön, dass es überhaupt gevoiced war von der Seite von Santa, aber... Entschuldigung. Aber ich fand die Stimme manchmal ein bisschen zu nervig, so piepsig, keine Ahnung, aber ne? Aber trotzdem, besser als gar nicht gevoiced und es ist ein kostenloses Visual Novel, ganz ehrlich, das ist besser als ich dachte. Also allgemein wollte ich euch fragen, wie ihr halt Visual Novels so findet. Wollt ihr, dass ich das öfter mache? Oder halt nicht so? Wie ist das so? Sagt mal einfach was dazu. Ich dachte mal, jetzt zu Weihnachten könnten wir mal eins ausprobieren. Ja. Ansonsten, vielleicht kennt ihr andere Visual Novels, die halt ganz cool sind. Vielleicht wollt ihr das von mir sehen. Das war jetzt halt eine, sag ich mal, eine straighte Geschichte. Du konntest jetzt nicht wirklich was ändern am Geschichtsverlauf. Also, ne, es gibt ja auch Visual Novels, wo du tatsächlich dich entscheiden kannst und es verschiedene Enden gibt, deswegen. Ja, wenn ihr sowas sehen wollt, dann schreibt es mir gerne rein. Ansonsten werde ich sowas halt sporadisch mal droppen, ne, mal hin und wieder, aber werde ich jetzt nicht zur Regel machen. Wenn sich sowas viel gewünscht wird, dann würde ich das natürlich öfter machen, ne, also liegt an euch quasi, wenn ihr das möchtet. Ja, ansonsten könnt ihr mir ja sagen, was ihr von der ganzen Geschichte mit hier Santa haltet, so wie sie hier dargestellt wurde. Und ja,
Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr das Spiel selber einmal spielen wollt in Ruhe, dann ladet es euch runter. Ich habe euch alles verlinkt, in der Beschreibungsbox habe ich euch alles verlinkt. Ihr könnt da gerne den Steam-Link benutzen und euch das Spiel auch kostenlos laden. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bye, bye.